Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und der Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir holen uns heute den Rückblick Götze oder wir machen heute die Rückblick Götze SBC und holen uns die Flashback-Karte. Die sieht richtig lit aus, muss man sagen, richtig geile Karte. Das Bild ist auch richtig nice, halt so in diesem Nostalgie-Flavor so ein bisschen durch dieses, ne, so braun. Also das sieht einfach geil aus, Leute. Ich denke, ihr versteht, wie ich es meine auch. Da müssen wir zwei SBCs machen, und zwar einmal die Bayern SBC. Zu dem Zeitpunkt, wo er das WM-Tor gemacht hat, war er bei Bayern. Ja, genau. Wie dem auch sei, wir holen uns die Karte, wie gesagt. Wir brauchen mindestens einen Bayern-Spieler, ein 84er Rated Team, 85er Chemie. Ich habe hier 1, 2, 3 Spiele auf Loyalität. Das braucht ihr auch, wenn ihr das 1:1 nachbauen wollt. Ansonsten geht es nicht. Ansonsten könnt ihr den Loyalitätsglitch anwenden. Und dann kriegt ihr hier die Fullcam auch hin. Aber ansonsten braucht ihr mindestens 3 Spiele auf Loyalität. Genau, Leute. Ja, ihr seht, ich habe Gnabry reingehauen. Das ist der einzige Bayern-Spieler mit einem einigermaßen akzeptablen Rating, den ich im Verein hatte. Und darum habe ich ihn gebaut hier. Hat halt, wie gesagt, selber nur 3 Spieler, leider Gottes, beziehungsweise sogar Thauvin hatte ich auch so schon für ein Team of the Week Squad, aber egal. Ich zeige euch nochmal die Preise, hier Mandanda für 750 Münzen, das ist echt billig gewesen. Brahimi ist extinct, den musste ich ein bisschen snipen so, aber es ging relativ schnell, den zu holen. Fekir für 13k, 5k für Payet und 1,5k für Morgan Sanson. Ist jetzt, denke ich mal, nicht schwer, hier vorne halt die Ligue 1-Ecke so, oder ist Ligue 1-Viereck. Dann hier random nochmal Gnabry reingekloppt für, ne, für Bayern. Ansonsten hier noch die weiteren Olympique Marseille-Spieler. Auch für Chemie natürlich und für Rating. Und links halt die Porto-Ecke mit einem Champions League Pereira, den ich im Verein hatte. Ja, nimmt man mit, denke ich mal. Gibt ein 35k-Pack, also ist jetzt auch kein schlechtes Pack. Aber ich habe knapp 100k übrigens dafür ausgegeben. Und ja, man kriegt solide Packs. Ein 45k-Pack und ein 35er sind voll in Ordnung, finde ich. Also von daher geht das voll klar. Wir brauchen jetzt nochmal ein Payet und einen Thauvin, den wir uns von der Transferliste jeweils holen. Ja. Beinahe gefailt. Genau, nehmen wir mit. Auch so ein Timo Horn kostet einfach im Moment trotzdem gar nichts, obwohl so eine Challenge auch mit Deutschland jetzt draußen ist bei Götze. Kostet ja einfach gar nichts, so, das ist schon krass. Wie dem auch sei, wir haben hier genau das Team am Start, wo wir jetzt hier noch Payet reinstecken. Und auf dem rechten Flügel holen wir uns dann den guten Florian rein. Thauvin ist sein Name. So, genau. Und dann haben wir hier auch das Team completed. Hier brauchten wir 3 Deutsche und ein Inform und ein 84er Rating. Ich gebe hier meinen Höwedes ab, weil der eh wack ist und ich den nicht brauche. Und ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Könnte theoretisch auch gucken. Der würde auch gehen, aber dann reicht die Chemie nicht. Könnte noch einen Chemiepunkt rausholen. Aber egal. Es juckt mich halt relativ wenig, um ehrlich zu sein. Ich kann ja nochmal gucken, ob ich noch irgendeinen 84er habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Aber es ist mir im Endeffekt auch egal. Genau. Scheiß drauf, wir geben Höwedes ab. Ansonsten hier hinten halt eine, ja, Bundesliga-deutsche Ecke mit einer guten Horn aus der zweiten Liga halt. Dann hier Tar, Süle und Thiago für Rating geholt. Ansonsten noch Höwedes halt abgegeben, wie gesagt. Hier noch Strootmann, Payet, Gustavo und Thauvin aus von Marseille wieder. So ein bisschen Marseille dominierte die SBC. Ansonsten vorne noch Dost und Nani als relativ billigen 83er in Form. Geht auf jeden Fall klar fürs Rating, Preisverhältnis. Für einen Inform ist es in Ordnung. 23k dann auch nochmal für Thiago. 10k für Süle, der ist auch beinahe extinct. Ansonsten Gustavo noch, ja, 2k. Thauvin 8k, das ist halt echt hart. Nani nochmal 23k. Also es ist schon nicht billig, aber mir ist es wert. Für eine Mario Götze als Dortmund-Fan. Auch wenn er damals, ich habe ihn für den Move echt gehasst. Mittlerweile ist er wieder zurück bei Dortmund und spielt eigentlich auch echt gut, so wenn er jetzt wieder spielt. Von daher, ja, sei ihm das so ein bisschen verziehen. Die Pack-Animation oder die Walkout-Animation sieht hier halt auch echt lit aus. Auch wenn die Karte so groß ein bisschen weird aussieht, aber sieht trotzdem schon nice aus. Das Bild ist halt auch mega verpixelt so. Also es ist halt nicht HD, was halt eigentlich bitter ist, wenn man das Bild auf so einer Größe dann auch hat. Aber egal. Wir nehmen das mit, ist ein schöner Walkout hier von Mario Götze, richtig nice. Kommt sogar im Dortmund-Trikot raus, das habe ich nicht mal so geplant, das habe ich halt standardmäßig so aktiviert. Gut, dass es, oder das passt ja dann einigermaßen sogar. Nehmen wir mit und ich würde sagen, wir öffnen dann noch die Packs, Leute, come on. 35k-Pack und 45k-Pack.
Wir machen erst das 45er auf, weil da bin ich eigentlich gar nichts Gutes gewohnt, so standardmäßig. Und man sieht es auch, dass es kein Walkout ist. Aber ich denke, wir werden hier sowieso keinen Walkout groß ziehen. Es wird immer in dem Bildschirm ein Franzose, linker Mittelfeldspieler von Bayern. Es wird Franck Ribéry sogar, okay. Ist nicht schlecht, ist ein 85er. Kann man auf jeden Fall machen. Ist, denke ich mal, auch mehr wert als Coman im Moment. Coman war ja am Anfang mehr wert als Ribéry. Mittlerweile hat es sich durch das Rating andersrum eingepegelt. Ist von daher eigentlich ganz solide. Sind immer noch mal knapp 20.000, die wir kriegen. Ich werde den aber, denke ich mal, behalten, weil, ja, Bundesliga, Player of the Month wird ja auch noch kommen und da kann man so eine Spieler mal ganz gut gebrauchen und die werden da bestimmt nochmal ansteigen. Wie dem auch sei, wir öffnen das 35k-Pack direkt da hinten danach. Mal gucken. Wird, denke ich mal, ein Walkout sogar. Come on, Leute. Es wird ein Walkout. Ein normaler sogar. Spanien. Innenverteidiger. Oh, Piqué. Oh mein Gott. Aber Piqué ist auch okay. Kann ich mit leben. Ramos wäre natürlich krank gewesen. Der wäre einiges wert gewesen. Zumal er auch die Chance hat, ins Team of the Week zu kommen, wäre der unnormal viel wert gewesen. Aber ein Gerard Piqué nehme ich auf jeden Fall mit. Es ist ein Walkout aus einem 35k-Pack. So viel Lack habe ich zum Teil nicht mal bei meinen Division Rival oder Weekend League Rewards. Von daher nehme ich das sehr, sehr gerne mit. Ansonsten vielleicht noch was hinter. Nein, aber wie gesagt, ein Piqué ist auf jeden Fall grundsolide. 40k knapp. Werde ich, denke ich mal, auch erstmal noch behalten. Nehmen wir den Rest dann noch mit hier. Und ich würde sagen, Leute, das hat sich auf jeden Fall... Na, gelohnt ist relativ. Das sind jetzt knapp so 60k, die ich wiedergekriegt habe. Also habe ich so knapp 30k für Götze ausgegeben, 40k. Kann ich auf jeden Fall persönlich mit leben, aber ich denke, ich werde die Spieler sowieso behalten erstmal. Trotzdem, ich finde die SBC ganz nice. Wenn man die Kohle hat, dann könnte man den auf jeden Fall machen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.